Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es wieder um die Abstimmung. Ihr konntet vor 2 Tagen abstimmen, was ihr sehen wollt. Zeige ich euch natürlich wieder. Ihr habt euch für die Ladeattacken entschieden. Wie man oben sieht, ich habe 17 Stück. Das heißt, ich kann gerade die Attacken ändern und muss hoffen, dass ich danach noch genug habe, um die eventuell wieder zurückzuändern. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, Pokémon zu nehmen, wo das Moveset jetzt nicht so wichtig ist, weil ich die nicht so häufig spiele. Das ist aber nicht der einzige Grund. Ich habe mich auch für die entschieden, weil die auch viele Attacken haben. Denn ich habe mal so durchgeguckt, die Auswahl, die ich habe, da waren einige dabei, die haben, weiß ich nicht, die haben nicht viele Ladeattacken. Und die ganzen Event-Moves oder so wollte ich jetzt auch nicht loswerden. Das heißt, wir machen das so. Wir gehen jetzt hier auf Noctu, machen Spukball weg. Okay, wir spielen Noctu mit Psychokinese. Und mit Spukball hier, top, wir haben nicht mal eine Flugattacke, alles klar. Dann spielen wir Baldorfisch mit Säurespeier und mit Eisstrahl, ja, typisches Moveset. Als nächstes kommt ein Steigerungshieb auf Nocturne und der Feuerschlag, alles klar. Das seht ihr natürlich gleich noch an der Seite, oder seht ihr die... Ich muss gucken, ne? Ich muss das natürlich erst einblenden. Ja, ich mach das schon. Okay, jetzt seht ihr das. Jetzt, nachdem ich das angesprochen habe. Ich hoffe, so ein Content gefällt euch. Seid doch bitte so gut und schaut regelmäßig in die Kommentare, wann ich die nächste Abstimmung einfach geplant habe. Wäre cool und wenn ihr schon mal dort seid, schreibt mir doch gerne einen Kommentar, denn das supportet mich und das hilft mir beim Verbreiten der Videos und der Algorithmus freut sich und ich freue mich. Wäre ganz cool. Gerne natürlich ein Abo dalassen und ich denke, wir gehen direkt in das Set. Let's go! So, direkt geht's los. Ich musste jetzt erstmal zu den Battles und dann hier drücken und da drücken. Das ist dann die ganze Zeit, die ich rausschneide. Das Moveset auf dem Pokémon wird miss... Au! Aber nicht die Sofortattacke. Ja, das ist geil. Das ist klasse. Das ist wirklich gut. Du kannst... Ah, du kannst Eisheap haben, ne? Ah, du kannst einen Eisheap haben, mein Freund, was nicht unbedingt gut ist. Ich lass den mal durch. Bitte. Oh, Nahkampf. Holy moly. Oh. Oh, 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 oh. Das freut mich. Mies, dass du ein Psycho-Pokémon hast und ich hinten eine doppelte Psycho-Schwäche. Bitte lass den durch. Perfekt. Dann gehen wir hier rüber. Es war schon mal sehr wichtig, dass wir da Vorarbeit leisten konnten. Ich habe Angst. Ist das ein Seher? Wahrscheinlich ist das der Strauchler, der hier neutral ist, ne? Ja, genau, das meine ich. So. Ich möchte hier für den direkten Schaden, boah, ich weiß es nicht, was ich in dieser Situation machen möchte. Ich habe Sorge, dass der Eisstrahl geschildert wird, weshalb ich hier gerne reinködern würde. Das ist so ekelhaft, dass mir gelingt, so einen Köder zu landen. Das ist echt mit das Ekelhafteste, das hier passieren kann. Und das freut mich. Dafür seid ihr hier am Start. Ich köder das erste Mal. Ich bin sonst nicht der Typ, der ködert. Aber jetzt müssen wir mal reinködern und ich hoffe, euch gefällt das. Ich köder eh zu selten, weshalb ich da jetzt mal komplett hinterstehe. Na, bitte lass das durch, das ist der nächste Köder. Ja, perfekt. So, Strategie ging übel gut auf. Und das Ding wird mich vernichten, ne? Das Ding wird mich tatsächlich vernichten. Und wir fangen ab. Ah, gelingt mir nicht. Schade. Sehr, sehr schade. Problem an der ganzen Geschichte, dass mein Nocturne das hier nicht mehr regeln wird. Was nicht unbedingt gut ist. Guck mal hier, Kumpel. Guck mal, Kumpel, ist das der Köder? Das ist doch nur der Säurespeier. Lass das doch einfach durch. Das ist schon nicht die richtige Attacke. Ja, perfekt. Hätte ich jetzt ein Pokémon, das auch Attacken wegstecken könnte und hier ordentlich zurückschlagen könnte, würde ich das gewinnen. Aber jetzt leider nicht mehr. Ich kriege eine Psychokinese und das war's. So, übel Pech gehabt, aber ist in Ordnung. Den ersten Kampf nehmen wir natürlich mit der Niederlage. Denn das falsche Moveset auf den Pokémon... kann schon zu Schwierigkeiten führen. Ja, das kann schon zu Schwierigkeiten führen, ne? Ohne Wenn und Aber. Das ist eine sehr knifflige Angelegenheit. Ich bin ehrlich mit euch. Ich habe keine Ahnung, ob ich es schaffe, hier irgendeinen Win zu holen. Ich würde mich tatsächlich schon über einen freuen. Und bitte, Leute, euer Feedback rein. Ist das cool mit so einem random Moveset?
Schreib mir das mal gerne rein, dann weiß ich Bescheid, ob ich sowas häufiger bringen soll, weil die Idee ist witzig, ne? Nur leider, ja, fang erstmal früher an, nur leider sind das dann nicht so die erfolgreichsten Sets, ne? Das ist nun mal das Problem. So, das ist halt das Problem an der Geschichte. Ich hätte wahrscheinlich in dieser Situation eher eine Psychokinese drücken sollen, da ich da noch die Möglichkeit habe, die Verteidigung des Gegners zu schwächen, was mich im Endeffekt hier gut weiterbringen würde, wenn ich das so gemacht hätte. Ich weiß nicht. Guck mal, ich schilde das. Bin ich bei der nächsten Attacke vor dir? Bestimmt nicht, ne? Ich habe keine Ahnung, ob ich einen Move von dir überleben kann. Ich würde aber hier gerne selber noch einen einsetzen. So, jetzt muss ich pokern. Das wiederum bedeutet, wir schauen, ob wir wenigstens einen Himmelsfeger wegstecken können. Können wir. Danach drücken wir die Psychokinese. Wir haben dir gezeigt, so richtig spicy, dass wir Spukball haben. Spukball ist eigentlich Standard mittlerweile. Dann spicy, dass wir ohne die Attacke spielen und dann müssen wir raus. Wir haben nun mal hier ein Pokémon, was die Möglichkeit hat, einen Eisstrahl zu nutzen. Bitte lass mich vor dir dran. Oh, perfekt, das besiegt dich. Der Eisstrahl auf Baldorfisch mit einem hohen Angriffswert würde dich hier natürlich komplett weghauen, da beide deiner Typen schwach sind gegen Eis. Das ist sehr, sehr gut an der Stelle, das gefällt mir. Jetzt müssen wir halt gucken, okay, was mache ich denn hier gegen? Da Gift resistiert wird, muss ich tatsächlich an der Stelle hier auch ganz entspannt hier drauf gehen. Huh, eine Wasserattacke wäre ganz geil jetzt, ne? Naschschweif wäre schon schmackhaft. So, Problem, du kannst mich runterfarmen. Das wiederum bedeutet, ich muss tatsächlich die Uhr runterticken lassen und einer Attacke höchstwahrscheinlich schilden, obwohl ich alles resistiere, das du hast. Was natürlich uncool ist, ne? Aber ich bin ein Krypto-Nocturne und ich halte nichts aus. Ich halte gar nichts aus. Was nicht cool ist, was absolut nicht cool ist. So, Meditalis ist ebenfalls nicht cool. So, du holst aus. Du warst jetzt, glaube ich, bei 4, ne? Das wiederum bedeutet, dass du einen Eishieb nach 2 weiteren Konter hast. Oder irre ich mich da? Das heißt, 1, 2, du hast einen Eishieb, den du nicht einsetzt. Oh nein, du farmst noch nicht runter. Habe ich die Möglichkeit, was hast du? Hast du einen Steigerungshieb? Steigerungshieb. Miesen. Habe ich die Möglichkeit, vorher hier die Attacke zu erreichen? Wahrscheinlich nicht, oder? Bitte, 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 bitte. Nein, da kommt der Steigerungshieb und der besiegt mich. Ach, erzähl mir doch nicht, komm schon. Lass mich doch einfach mit einem spicy Moveset gewinnen. Ah, sogar die Psychokinese, alles klar. Du hättest jetzt mit der Steigerung 7 oder 8 Knockchance besiegt. Ungefähr, würde ich mal fast behaupten, ne? Nachdem wir hier in Krypto sind und Nocturne generell nichts aushält. Jetzt mal ehrlich, Leute. Wer von euch hat hierfür gestimmt? Wolltet ihr mich so verlieren sehen? Aber ich meine auf der anderen Seite, dass mit dem Random Sofortattacken kann auch übel werden. Stell dir mal vor, ihr habt das richtige Moveset, die richtigen Ladeattacken, aber dann eine Sofortattacke, die nichts generiert. Das wäre ebenfalls sehr tödlich, ne? Das ist, es gibt halt nicht umsonst so ein Standard-Moveset. Na, warum fange ich denn jedes Mal eine Sekunde später an? Was soll das denn? Ich muss hier reinschilden. Ich kann euch auch erklären, warum, aber ich will nicht. Oh, nein, ich habe hinten halt Probleme gegen das Ding hier. Von daher machen wir das Ganze. Nein, du hast Wen? Ich habe overfarmed. Ich habe overfarmed und du fängst trotzdem noch den Spukball ab. Das ist echt mies von dir, ne? Aber ich habe Nocturne. Nocturne und Steigerungshieb wird Nocturne-haftige Arbeit leisten. Ich werde so richtig Nocturne-Sachen mit dir machen. Das Problem ist leider, dass du das hundertprozentig überlebst und ich wahrscheinlich danach keinen... Ich muss einfach einen Bodyslam wegtanken. Das Widerliche an der ganzen Situation ist halt, dass mich danach das Meditalis einfach runterfarmt. Das wird nicht cool. Denn ich weiß nicht, ob ich... Habe ich die Möglichkeit, einen Feuerschlag zu landen? Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich bin einmal gesteigert, der würde gut was drücken. Der würde gut drücken. Du hast random es geschafft abzufangen. Was nicht unbedingt cool ist, bitte schaffe einen Feuerschlag. Perfekt. Ich darf ausholen. Ich bin einmal gesteigert. Der macht dann schon ein bisschen mehr Schaden, als wir gerade sehen konnten. Und? Joa, war nicht verkehrt, ne? Das war tatsächlich nicht verkehrt. Du hast halt noch 2 Schilde für keine Ahnung was. Ich werde jetzt hier reinschilden, falls dein letztes Pokémon ein Trombok oder so ist.
Dann habe ich noch die Möglichkeit zu gewinnen, aber auch nur dann. Oh, was Ähnliches. Ja, perfekt, das gefällt mir. Das gefällt mir tatsächlich, denn wir haben jetzt noch zwei Pokémon, die sehr gut sind von den Sofortattacken her. Ich resistiere hier alles von dir. Außer natürlich deine Luftattacke. Deine Flugattacke an der Stelle. So. Ich lasse dich jetzt hier gleich einsetzen. Und dann muss ich gucken und hoffen, obwohl mit Säurespeier werde ich genug Druck aufbauen. Das hier überlebe ich bestimmt sogar noch. Ich gehe trotzdem raus. Um hier direkt anzufangen. Ja, deine Attacke ist neutral und macht ordentlich Damage. Ich werde dir jetzt direkt die Attacke drücken. Ich hätte in der Theorie auch einen Eisstrahl einsetzen können, der gegen beide Typen stark ist. Ich will aber deine Verteidigung schwächen. Und das ist sehr schmackhaft, dass du das hier schildest. Ich schaffe leider keine Attacke mehr. Das heißt, die Laubklinge kommt und die wird ordentlich Schaden verursachen und mich wahrscheinlich besiegen. Dann muss ich hoffen, dass ich die Möglichkeit habe, dich runterzufarmen. Was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Ich habe keine Wahl. Nein, ich schaff's nicht. Ich schaff's tatsächlich nicht. Das Meditales hätte ich aber auch nicht mehr besiegt. Okay. Ihr wolltet mich einfach verlieren sehen, ne? Jetzt mal Hand aufs Herz, ihr wolltet, dass ich abkack. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ah, ist das ärgerlich, ey. Ist das ärgerlich. Ich werde trotzdem versuchen, hier einen Kampf zu gewinnen. Ich sehe das gar nicht ein, aufzugeben. Wir haben gute Führungen und kriegen es trotzdem nicht hin? So, er geht raus. Das ist ein interessanter Wechsel. Wenn der Gegner... Ja, der hat hier eine Geisterattacke, ja, ist in Ordnung. Ja, und eine Finsteraura und eine Psychokinese. Das heißt, wir können ja eigentlich getrost das durchlassen, weil der Gegner mit den Sofortattacken keinen Schaden verursacht. Wir haben neutralen Schaden mit unserer Sofortattacke und ganz entspannt sehr effektiven Schaden hiermit. Das wiederum bedeutet, dass wir in einer viel besseren Ausgangssituation sind als der Gegner. Einfach nur wegen den Resistenzen. Danach haben wir sogar noch die Möglichkeit, mit Baldorfisch ganz gut gegen Macho anzukommen. Der Gegner hat jetzt hier keine Wahl und muss anfangen, seinen zweiten Schild reinzustecken. Ich werde jetzt hier ein bisschen overfarmen, damit ich gleich Energie habe, wenn das Macho wiederkommt. Ich muss nicht doppelschilden, glaube ich. Ich müsste das danach... Oh, okay, du gibst auf. Das heißt, dein Pokémon gibst du auf, das ist weg. Jetzt muss ich gucken, was holst du rein und was kann ich reißen? Macho könnte reinkommen und mich runterfarmen, ne? Ich muss raus, ich gehe raus. Zack, hier sind nämlich die sehr effektiven Attacken. So, das Schöne ist, ich habe hier einen Steigerungshieb. Und der tut dir gut. Der tut dir sehr gut. So, du schildest einen Steigerungshieb, was sehr schmackhaft ist für mich. Das ist tatsächlich sehr schmackhaft. Der nächste Konter besiegt dich. Möchte ich den tatsächlich schilden? Um dem Valreiser noch einen Konter zu drücken? Warum nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Es ist keine schlaue Idee. Aber wir machen es natürlich trotzdem. So, dir einen Feuerschlag zu drücken, ist, glaube ich, keine schlechte Idee, da ich einmal gesteigert bin und das neutral ist. Ist wahrscheinlich ein schönerer Schaden als... Oh, ich gewinne einen Kampf! Ich gewinne einen Kampf! Ich habe einen Kampf gewonnen! Ich habe einen Kampf gewonnen! Okay. Das ist geil. Ich habe es gehofft. Ich habe nicht damit gerechnet, ehrlich nicht. Aber ich habe es gehofft und wir haben es geschafft, das gefällt mir. So, schon wieder ein Team und ein Pokémon. So, Noctu ist geil jetzt gerade, ne? Noctu gewinnt Führungen. Noctu kommt gegen die Geister gut klar. Also, wenn ihr sowas wie Tukanon, Noctu oder auch Staraptor, Tauber spielt... Ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg mit dem Pokémon, ne? So, das Problem an der ganzen Geschichte ist, ja, ich habe sehr effektive Ladeattacken gegen dich, beziehungsweise eine, und das Negative an der Situation ist, du hast mindestens ebenfalls eine effektive. Du hast einen Steinhagel, der effektiv ist, und du hast einen Donnerblitz, der sehr effektiv ist. Zudem, mein Freund, hast du wahrscheinlich den Psycho-Boost, der gegen beide Pokémon in meiner Backline sehr effektiv ist. Das wiederum bedeutet, du bist so eine Art Core-Breaker hier für mich. Das wiederum bedeutet, dass du halt komplett gut gegen mich bist. Was nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist. So, ist das ein Psycho-Boost oder der nächste
Das ist der Psychoschub, den hätte ich niemals schildern müssen. So ist es natürlich ganz geil, ne? So, jetzt setzen wir ein. Im Gleichstand, dein Angriff ist um 2 Stufen gesenkt worden. Ich traue mich aber trotzdem nicht rauszuwechseln. Die ganze Situation wäre geiler gewesen, wenn ich hier einen, ne, Himmelsfeger drauf gehabt hätte, weil dann hätte ich die Attacke vorher erreicht, bevor er mir den Psychoschub gedrückt hätte. So, ich werde deine Verteidigung schwächen, damit ich mit Nocturne leichtes Spiel gegen dich habe. Weil du musst hier eigentlich in der Situation am besten auf Erdbeben gehen. Da du hier Gleichstände verlierst, sieht das gut aus. Wirst du das schilden oder durchlassen? Deine Verteidigung ist massiv geschwächt. Okay, ist das ein Erdbeben? Ey, deine Verteidigung ist um 4 Stufen geschwächt. Das heißt, Nocturne kann heftig abgehen. Wenn ich überhaupt so eine Konter aushole. Ich muss halt ausholen. Das wäre so das Wichtige an der Situation. Bitte, hol zu einem aus. Oh, perfekt. 2 Schilde und du hast was? Oh no. Natürlich. Bist du stark gegen mich. Ah, Donnerschlag wäre ganz nett, aber das Problem ist halt, du, mein Freund, hast 2 Schilde und ich werde dir nichts machen können. Ich habe nur resistierte Attacken. Ausschließlich. Wobei der Konter schon guten Schaden verursacht hatte. Ich hätte rauswechseln müssen. Das Problem ist, dass ich nicht... Ja, das können wir aufgeben. Ich werde keine 2 Ladeattacken erreichen, bevor du 2x ein Äschern vollendet hast. Das wiederum bedeutet, wir haben verloren. Ist aber in Ordnung. Es waren 1-4. Sowas müssen wir auch hinnehmen, ne? Gerade wer spicy unterwegs ist. Das ist doch... Ach, das war witzig. Es war jetzt nicht erfolgversprechend, aber es hat Spaß gemacht. Und ich denke, das ist das Wichtige, worauf es ankommt. Wenn euch dieser Kram hier gefallen hat, gerne ein Like und einen Kommentar. Und ihr wisst doch Bescheid, ne? Die gleiche Grütze wie sonst auch. Würde mich freuen. Haut rein und ciao.